Villa des Berliner Malers und Grafikers Max Liebermann wird wieder öffentlich zugänglich. Von Samstag an werden dort erstmals Werke des Künstlers am Ort ihrer Entstehung gezeigt. Bis November präsentiert die Ausstellung Max Liebermann kommt nach Hause, Pastelle und Grafiken des deutschen Impressionisten. Allein der Garten inspirierte ihn zu mehr als 200 Bildern. Die Liebermann-Gesellschaft hatte das Gebäude erst vor wenigen Tagen übernommen. Der ARD-Dreiteiler Die Manns, ein Jahrhundertroman, ist das Fernsehereignis des Jahres. Zu diesem Schluss gelangte die Jury des Deutschen Fernsehpreises, die erstmals eine Auszeichnung in dieser Kategorie vergibt. Die Ehrung wird am 5. Oktober in Köln sein. Der Preis wird in insgesamt 23 Kategorien vergeben. Die Geschichte der Schriftstellerfamilie Mann war von Heinrich Brelour und Horst Königstein mit Armin Müller-Stahl in der Titelrolle realisiert worden.